ihr Lieben, ich zeige euch heute einen leckeren Mandarinen-Schmandkuchen, also ein Klassiker. Und der Teig geht super schnell, ihr braucht keine großartigen Maschinen dafür. Und wenn er fertig ist, der Kuchen, dann habt ihr einen super cremigen und saftigen Streuselkuchen. Für den Boden und auch für die Streusel benötigen wir nur einen einzigen Teig und der besteht aus 350 Gramm Mehl, 130 Gramm weiche Butter, 150 Gramm braunen Zucker oder auch weißen, eine Packung Backpulver und ein Ei. Der Teig ist genial und einfach, denn ihr müsst einfach nur alle Zutaten miteinander vermischen und am Ende erhaltet ihr eine bröselige Masse und das ist auch richtig so. Ich verwende hier zwar meinen Handmixer, aber das geht auch genauso gut mit einem Schneebesen oder mit einem Kochlöffel oder sogar mit den Händen. Wenn ihr euren krümeligen Teig jetzt mit den Händen zusammendrückt, dann merkt ihr, dass es auch schön fest bleibt. Falls ihr ein sehr kleines Ei verwendet, dann könnt ihr noch einen Schluck Milch dazugeben. Anschließend fette ich meine 26 cm Springform mit Backtrennspray und kleide den Boden mit Backpapier aus. Dort kommt jetzt die Hälfte unseres vorbereiteten Teigs hinein und wird mit den Händen schön flach angedrückt. Und bis zur Weiterverarbeitung kommt die Springform jetzt erstmal in den Kühlschrank. Für die Füllung benötigen wir 800 Gramm Schmand, 4 Dosen Mandarinen, 40 Gramm Stärke oder eine Packung Puddingpulver und 80 Gramm Zucker. Zu meinem Schmand gebe ich jetzt noch die Stärke und den Zucker und verrühre das Ganze mit meinem Handmixer. Und auch hier könnt ihr statt des Mixers auch einen Schneebesen benutzen. Als letztes gebe ich noch die Mandarinen dazu und durch den Mixer werden sie jetzt etwas kleiner zerpflückt und wer möchte, dass sie ganz bleiben, der kann auch einen Schneebesen oder einen Teigschaber benutzen. Danach nehme ich mir meine Springform aus dem Kühlschrank und verteile die komplette Füllung darauf. Und zu guter Letzt werden darauf noch unsere Streusel verteilt. Der Kuchen kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 35 Minuten in den Ofen. So sieht der fertige Kuchen aus. Jetzt muss der noch über Nacht in den Kühlschrank und am nächsten Tag zeige ich euch den Anschnitt. Der Kuchen ist für alle, die es nicht so süß mögen, aber der ist dennoch sehr cremig und sehr lecker. Hier seht ihr nochmal im Anschnitt und wenn ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut, würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen und abonnieren nicht vergessen!